Hey Leute und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Just Cause 3. Jetzt habe ich es ja länger nicht mehr gespielt, aber wer mein letztes Video geschaut hat, wird wissen, dass wir in der letzten Folge diesen Bavarium-Panzer geklaut haben. Und ja, heute wollen wir natürlich da weiterspielen. Natürlich machen wir sofort die nächste Mission, die ist jetzt leider hier unten. Aber vielleicht kann ich eine Schnellreise oder so hinmachen. Ja, dann machen wir eine Schnellreise hin. Ich habe jetzt eigentlich die letzten 2-3 Tage nur Cities Skylines gespielt. Und ja, und da werde ich natürlich auch weiterspielen. Und aber jetzt heute oder so mal werde ich Just Cause 3 spielen. Okay, jetzt hat die Dame auch fertig geredet. Und die Mission ist eigentlich eh schon hier drüben. So, jetzt sind wir auch schon hier und dann starten wir die Mission mal. Und was ich mir auch vornehme ist... Okay, ich bin mal kurz still. Wie geht's Mario? Dem geht es ganz gut. Rico, töte mich bitte. Aber er ist schlimmer als ein Baby. Mhm. Aber ein ganz süßes. Na, wenn du das sagst. Oh, Rico, ich habe hier was Interessantes. Was hat Sino hier verloren? Oh, ausreichender IQ. Er sagt, er hat früher für das Bavarium-Waffenprogramm gearbeitet. Die Diagnose ist fasziniert. Das Bavarium wird direkt in die Panzerung eingearbeitet. Dadurch wird es immun gegen konventionelle Waffen, Explosionen und Feuer. Okay, also... Unbesiegbare Panzer. Gibt's eine gute Nachricht? Ich weiß noch nicht, wie man das Schild deaktivieren kann. Und was genau ist daran gut? Tja, wir wissen, dass viele Teile des Panzers in einer Fabrik in der Nähe gefertigt werden. Okay, Dima, das sehen wir uns an. Nein, 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 zu gefährlich. Theo hackt sich in die Systeme. Oh, nein, nein, nein. Theo repariert diesen Panzer und dann verkaufen wir ihn. Die Krankheit, um das Heilmittel zu kennen... könnte noch viel mehr wert sein. Oh, du willst eine neue Waffe entwickeln. Dann ist ja alles klar. Dann machen wir drei Hübschen uns mal schnell an die Arbeit, was? Okay, wir sorgen dafür Ärger, du erledigst die Verstärkung und dann greifen wir zusammen die Fabrik an. Nach einem Plan. Nein, 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 nicht anfassen! Viel Spaß, du Wahnsinniger. So, ich hoffe, das lädt dann auch mal. Hey Rico, okay. Du findest vor Ort ein kleines Spielzeug, das wir für dich dagelassen haben. Wir starten ein subtiles Ablenkungsmanöver. Du musst nur die Soldaten ausschalten, die darauf reagieren. Kapiert? Hier sieht man diese wunderschönen Schatten hier, die was so total flüssig und langsam ablaufen hier. Aber okay. So, wo ist das? Okay, ich sehe nur hier drüben. Ich, ja, da kann man eigentlich eh so über diese Inseln hier. Ich erzähle mal hier einen Wegpunkt. Und dann werde ich, glaube ich, eh schon hinfinden. Hier ist aber auch ein Heli. Dann probieren wir den doch mal aus, wie sich der so schlägt. Dann fliegen wir da auch eigentlich schon hin. Ja, da fliegt es doch nicht mal so langsam. Verrätst du deinem alten Freund Sheldon, was hier los ist? Du scheinst eine Menge Leute nervös zu machen. Weißt du irgendwas über die Ravellos super tolle Panzer, Sheldon? Ich denke schon. Was denkst du, woher sie kam? Von der freundlichen Agentur nebenan natürlich. Die schwarze Hand hat ein Vermögen dafür bezahlt. Okay, dann kann man eigentlich... Wegpunkt wieder löschen. Braucht man dann eigentlich nicht mehr. Söldnergruppe. Arbeitet für die Ravello. Große Typen, gruselige Stimmen. Mit Bavarium geschützte Panzer, das übliche alles.
Die schwarze Hand hat einen Deal mit... Tja, jetzt kommt wieder dieses wunderschöne Offline-Dings da. Abgebauten Bavariums. Wir spinnen ein komplexes Netz, amigo. So, jetzt sind wir eigentlich eh schon gleich da. Das dauert noch kurz. Also eigentlich das mit dem Heli fliegen wird schon langsam. Ja, so Gebüsch im Heli halt. Schön, schön. Okay, ich hatte jetzt einen Moment gedacht, der Heli hätte gezittert. Aber er wackelt, er steht nicht gerade. Können wir das gleich machen, wenn wir schon dabei sind. So, und dann gehen wir hier hin. Oh, hier ganz oben wollte ich. Hopp. So. Rico, wie sieht's aus? Ich bin hier. Wir sind unterwegs. Unser Ablenkungsmanöver beginnt in etwa jetzt. Okay, das war natürlich ein bisschen spontan, muss ich auch gestehen. Ach Gott, die arme Tankstelle. Dann natürlich schauen. Nein, ich wollte 3, 4. Nee. Das ist. Okay, das Gewehr muss dann aber stark sein. Hier kann man wieder entfernen. Ist natürlich ein bisschen unrealistisch, muss man auch gestehen, aber ja, kann man nichts machen. Okay, das war ein Glückstreffer. Kann man vielleicht noch, dass das Auto explodiert? Nee, okay. Aber hier dem netten Herrn können wir Headshot gehen. Muss gestehen, ich habe die Maus ein bisschen zu schnell eigentlich eingestellt. Ich treffe halt dann nicht so gut. Ach, halt deine Fresse, du. Mast. Scheiße. Aber okay. Ich dachte, ich wäre gleich gestorben. An der Raffinerie. Du kannst für uns den Spion spielen. Diese Bavarium-Raffinerie. Wozu dient sie? Sie extrahiert Bavarium aus Stein und Metallen. Das Ergebnis ist reineres Bavarium, das man leichter zu einer Waffe machen kann. Dafür ist es etwas instabiler. Gibt es viele dieser Raffinerien? Hier ist so leichte Texturfehler, wenn man hier sehen kann. Eine Handvoll.
Wir wissen, dass unser gekaperter Panzer mit Bavarium... Naja, sieht wenigstens gleich realistisch aus. Das hat die Analyse der enthaltenen Metalle ergeben. Vergleicht man die Spuren verschiedener Mineralien mit einer geologischen Karte von Medici, ist es einfach... Danke, Theo. Aber es hat so kurz einen Ruckler gegeben. Tja, ich weiß nicht genau, wo der Rauch rauskommt. Wenn ich am Dach bin, kommt er hier vorne raus, wenn ich hier stehe, am Dach. Aber, ja, ist ja eigentlich auch egal. Okay, jetzt muss ich hier hin. Du bist nicht gerade der Schnellste. Habe ich recht, Rodriguez? Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Oh, oh, oh. Ich werde jetzt fast angeflogen. Ist es schon hier? Huch. Nein, wieder zurück. So, hier. Amüsieren wir uns ein bisschen. Zerstör den Schaltkasten. Das müsste das Tor öffnen. Nee. Mit dem hier. Trotzdem weiß ich nicht, wie man hier jetzt genau damit zielt. Ich muss kurz in den Optionen nachschauen, dann ich hatte eigentlich noch kein Sniper in Verwendung, muss ich gestehen. Also zumindest nicht so mit diesem Zoom-Modus. Ich habe das dabei eigentlich immer mit diesem Greifhaken da gelöst. Muss ich kurz schauen. PC-Steuerung. Ich schätze, das wird schon irgendwo präzise zielen. Maus 3. Okay, da muss man das Mausrad so drücken. Ich kann von hier deinen selbstgefälligen Blick sehen. Welchen selbstgefälligen Blick? Komm runter von deinem hohen Ross, Rodriguez. Das hatte noch sein müssen. Also ich bin jetzt echt schon gespannt, was jetzt dann passiert. Also ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass irgendwas kaputt geht oder keine Ahnung. Nein, okay, das passiert eigentlich immer. Annika, ich bin drin. Verdammt, noch eine Firewall. Andere Waffe und... Aber lange überleben wir das hier nicht. Das macht die von Dramas sind immer ein paar Leute. Ich hab's gleich. Und los. Ist mir egal. Die Verschlüsselung ist wesentlich komplexer als ich erwartete. Theo, das ist mir egal. Knack das Ding. Da fällt mir eine. Ich höre meine eigenen Schüsse nicht. Der Waffe schon. Der nicht. Ist auch ein Fehler halt. Tja. Das waren gleich mehrere auf einmal. Fertig, verschwinden wir! Nördlich von euch, in dem Hangar steht ein Helikopter. Ich gebe euch Deckung. Oh. Tja, der wollte sich nicht umdrehen, sonst hätte ich die schneller getötet. Okay, was fällt das hier auf? Wo wollen die hin? Hier schnell die Sachen zerstören. Tja. Das sollte ja mal passen, dann fein das hin. Oh, ach kacke. Kommen die hin immer her. Los, Granate.
die andere Waffe, den Sound brauche ich schon. Da hört man. Okay. Ist mir eigentlich auch egal. Diese Grube ist riesig. Das ist die Hauptraffinerie. Effizient, aber leicht zu überlasten. Wenn du zu schnell zu viel Bavarium reinlässt, geht hier alles hoch. Eierschuss. Scheiße. Kopfschuss. Zweite Waffe. Ja, das mache ich ja schon. Oh. Huch. Vorsicht, da kommen noch mehr. Benzinkanister. Was hier? Scheiße. Rico, beeil dich! Ich muss gestehen, ich bin jetzt wirklich schon fast gestorben. Zweite Waffe, zweite? Ja, zweite. Tja, ich habe leider keinen Raketenwerfer mehr. Leider. Wir sind in Sicherheit. Gleich. Gleich die Türme, die schweben teilweise. Raketenwerfer! Zerstöre sie! Alter, ja, wie soll ich... Das, als hätte ich das noch nie gemacht. Nein. Bleib schön drauf. Das hin. Da gehe ich mal eine Straße herauf. Aber ich will da dann noch was probieren. Also wenn es mir gelingt oder wenn Boote so in der Nähe sind. Jetzt werden wir fast abgestürzt. Klappe, Jungs. Rico, nicht schlecht. Kompliment nehme ich immer an. Oh. Kann ich hier snipern? Ja, ist das geil. Scheiße. Feinde am Boden! Schalt sie aus, Rico! Tja, jetzt wo ich ihn getroffen hätte. Aber egal. Okay, ich zerstöre mal das Schild, die haben eine Kanone. Alter, flieg weiter. Digga. So, hier die Türme noch. Schon wieder. Ach Gott. So, aber jetzt geht's natürlich weiter. Tja, was soll man dazu sagen? Was kann ich denn dafür, wenn
ich einen Heli abknall und die Teile von dem fliegen auf uns und drauf. Ich hoffe, es hat irgendwo so einen Checkpoint gemacht. Aber da kann man nichts dafür. Naja. Naja. Vielleicht auch überspringen. Okay, bring uns hier raus, Theo. So, aber diesmal schaffen wir es natürlich. Rico, gib uns Deckung. Wir sind in Sicherheit. Tja, gleich ist natürlich gut gesagt. Du sagst das, als hätte ich das noch nie gemacht. Hol dir die Typen, Rico! Die sind auch kaputt und... ja. Das werden wir schon hinkriegen. Scheiße. Ich wollte die da anbinden oder so. Da kommen noch mehr Feinde! Weil sie ja eh da, da wo wir vorher waren. Diesmal schaffen wir es. Bei deinen Hackerkünsten überrascht mich das auch. Pass auf oder ich vergesse, dass du da oben bist und lande. Klappe, Jungs! Rico, nicht schlecht! Stirb und... passt. Eigentlich. So, das hat das wunderbar geklappt. Alter, ihr müsst nicht mehr drauf schießen. Deutsche, der ist kaputt. Diese Mission haben wir natürlich auch geschafft. Ja, hier werde ich meine Folge jetzt auch beenden. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen.
Und ja, dann sehen wir uns sehr wahrscheinlich wieder im nächsten Video. Also, ciao Leute, bis zum nächsten Video.